Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein anderes Videoformat. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob es das auf YouTube gibt. Es ist eigentlich ein Rossmann-Haul. Aber ich glaube, ich muss mal den Ofen da hinten ausschalten, der rattert zu. Yeah! Ich war beim Rossmann einkaufen und ich hatte einen Gutschein für 28 Euro. Komisch, oder? Also ich habe zwei Gutscheine bekommen, einen für 14 und noch einen für 14 Euro. Warum jetzt die ungerade Zahl? Keine Ahnung. Egal, wurscht. Ich habe mich darüber gefreut. Ich muss gestehen, ich habe ein paar Sachen schon rausgetan, weil der Kleine hat mal wieder einen wunden Po. Und da habe ich einige Sachen dafür gekauft und die habe ich jetzt seit vorher gerade schon genutzt. Deswegen sind die da nicht mehr dabei. Es ist jetzt nicht so mega viel, es ist eigentlich ein Mini-Haul, aber damit ihr mal seht, was ich kaufe, wenn ich einen Gutschein habe. Am Ende des Videos dürft ihr dann raten, wie viel es gekostet hat und ich löse es natürlich dann noch auf. Als erstes, wir geben momentan die Baby Vita 3er Milch. Er ist zwar jetzt schon über ein Jahr alt, aber ich muss sagen, ich war total entsetzt von dieser Kindermilch, wo wir die gegeben haben. Die schäumt, die ist wasserig, die ist wie ausgeflockt. Also ich habe die auch mal probiert, weil sie so süß gerochen hat. Die schmeckt wie flüssiger Vanillepudding. Also da war ich schon ein bisschen, das ist jetzt meine Meinung, war ich ein bisschen entsetzt, dachte mir, die ist halt viel sämiger, die Dreier, und die trinkt er viel lieber und die schmeckt auch genauso bescheiden wie alle anderen Säuglingsnahrungen und ist eben nicht so babsüß. Genau, die war aufgebraucht, die habe ich mir wieder geholt. Wer unsere Follow Me Around schon mal geguckt hat, weiß, dass wir diese rosanen Hip-Tücher benutzen, die Feuchttücher. Die gibt es auch bei Lidl und bei Netto. Finde ich halt gut, dass man nicht immer extra zu Rossmann oder DM oder halt eben in eine Drogerie fahren muss, um die zu bekommen. Ich nutze die deswegen am liebsten, weil die nicht zu nass sind, nicht so schmierig und auch nicht zu trocken. Und vor allem, weil sie gut duften. Also ich finde das bei manchen Feuchttüchern, zum Beispiel die Pampers hatte ich mal so eine Probierpackung, ich finde, die haben wie Erbrochenes gerochen. Also ich finde, die stinken oft so. Und ich möchte ja gerade, wenn das unten so nach Urin riecht, dass das ja da unten gut riecht im Windelbereich. Und deswegen schwöre ich auf die Hip. Wir nehmen auch manchmal vom Lidl die. Die heißen Toujours. Die haben auch einen guten Duft. Da sind auch mehr drin, die sind auch günstiger. Aber am liebsten sind mir die von Hip. Dann habe ich noch gekauft von Isana. Drei Packungen Wattepads, nur damit ihr jetzt ungefähr schätzen könnt, wie viel es dann war am Schluss. Und ich hatte die Weleda Babycreme wegen dem wunden Po und von Kaufmann diese Haut- und Kindercreme, diese Dose. Von Hip, ich weiß nicht, ich glaube jeder kennt diese Hirsekringel. Das sind aber andere, das sind Knusperringe, die haben eine Käsenote. Probieren wir mal. Würde ich jetzt so nicht kaufen, aber nachdem ich den Gutschein hatte, habe ich mir gedacht, nehme ich die mal mit. Außerdem zum Knabbern habe ich hier von Fruchtbar noch ganz viele Päckchen mitgenommen. Das ist einmal Apfel, Rote Beete, Mais und Reis. Er liebt so Knabbersachen und ich bin ja oft froh, wenn er überhaupt einfach was isst. Dann auch wieder von Fruchtbar Karotte, Kürbis, Mais und Reis. Die hatten wir auch schon an seinem ersten Geburtstag auslegen für die Kleinen. Die fanden sie alle toll. Die finde ich auch mega lecker, so zum Snacken zwischendrin. Die sind aber auch ein bisschen ölig. Wieder von Fruchtbar. Hier so Erdbeere, Mais, auch wieder so Knusperzeug. Und ebenfalls nochmal Linsen, Chips, Linsen und Kartoffeln, auch von Fruchtbar. Und dann noch die letzte Knusperpackung, seine absoluten Favoriten, das absolute Lieblingsessen von Melias, Knusperknabbersternchen von Hip. Die gibt es auch mit Gemüse, nicht nur mit Früchten. So, das war's mit dem Knabberzeug. Jetzt habe ich noch verschiedene Quetschis gekauft, auch von Fruchtbar. Ich finde das eine tolle Sache. Das sind Bioprodukte und sie sind sogar günstiger als die Hip-Quetschis. Das waren jetzt ein kleiner Tipp, damit es für euch leichter ist zum Raten, zum Schätzen, wie viel es gekostet hat am Schluss. Die waren jetzt 80 Cent pro Stück. Da habe ich jetzt einige gekauft. Eins davon haben wir vorher schon auf dem Pfannkuchen drauf getan. Ich nutze die für den Kleinen halt auch wie eine Marmelade zum Beispiel, weil ich finde Marmelade einfach noch viel zu krass süß für die Kleinen. Also ich tue sowas auch auf dem Pfannkuchen oder auf dem Butterbrot drauf. Das einmal Kiwi, Erdbeere, Birne, Banane und Zwieback. Ich schaue immer, dass ich möglichst welche nehme, wo auch Getreide mit drin ist, also Kohlenhydrate, entweder Zwieback, Keks, Reis, irgend sowas. Weil wenn der Elias wieder einen Tag hatte, wo er schlecht isst, bin ich einfach froh, wenn irgendwas dabei ist, was ihn sättigt.
Dann habe ich, glaube ich, zwei gleiche, genau. Das habe ich deswegen zweimal genommen, weil das mit Wassermelone ist. Und zwar ist das Wassermelone, Erdbeere, Apfel, Birne, Cantaloupe-Melone und mit Reis, eben auch wieder mit Kohlenhydraten, mit dem Reis, das ist sättigt. Oh, ich habe nochmal eins doppelt gekauft und zwar Granatapfel, Erdbeere, Pfirsich, Banane, auch mit Reis. So, und das letzte Quetschi, Guave, Papaya, Mango, Banane. Das sind jetzt keine Kohlenhydrate drin, das wäre jetzt eben perfekt auch wieder für einen Pfannkuchen. Dann habe ich nur einen einzigen Gegenstand für mich gekauft. So ist das, wenn man ein Kind hat. Und zwar ist es der Superstay Powder von Maybelline. Auf diesen Puder hat mich eine Freundin gebracht. Leute, ich schwöre auf diesen Puder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mega krasse Hautporen. Wenn man ganz nah hinschaut, sieht es manchmal aus, als wären das lauter kleine Mitesser. Aber das sind keine Mitesser, das sind einfach krasse Hautporen. Und ich benutze da schon ein paar Produkte, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich bin jetzt echt nicht der Make-up-Guru und möchte auch nicht in die Richtung Make-up driften, weil davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Und zwar benutze ich da diesen Skin Manager. Das macht so einen Aha-Effekt, das ist so ein Tonic. Das riecht wahnsinnig gut und ja, damit reinige ich in der Früh mein Gesicht, bevor ich überhaupt anfange, Make-up oder irgendwas aufzutragen. Und ich trage eigentlich so gut wie nie Make-up, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommt als nächsten Schritt, wenn ich mich schminke mal, von Maybelline New York auch diese Baby Skin. Die ist so krass, man hat danach so eine weiche Haut, die soll halt auch die Poren auffüllen, dass wenn man Make-up aufträgt, dass das sich nicht so in die Poren absetzt. Man sieht die Poren trotzdem, aber die Haut ist, also es ist minimal besser schon, also das allgemeine Hautbild, was an der halt so geil ist, dass einfach dann die Haut so weich ist und auch die Finger, mit denen man es aufträgt, also deswegen auch Baby Skin. Ich benutze eben, wie gesagt, kein Make-up. Das Einzige, was ich benutze, ist Concealer und eine getönte Tagescreme. Eine getönte Tagescreme nutze ich die von Nivea und als Concealer, den benutze ich eigentlich schon täglich wegen meiner unreinen Haut, einfach wegen den Pickeln und zwar von Essence, den Natural Stay Concealer in der Farbe Soft Honey. Ohne den geht es bei mir gar nicht, Leute. Ja, und nachdem ich ja nie Make-up nutze, habe ich mir heute diesen Superstay Powder geholt. Das ist so ein Mix aus Puder, Mousse und Make-up. Und das macht so ein krasses, ebenmäßiges Hautbild und so ein frisches Hautbild, als hätte man so einen Weichzeichner drüber. Also finde ich halt auch eben super, wenn man so große Poren hat wie ich. Bin echt begeistert. Und das kostet, glaube ich, 8 Euro und das war sogar reduziert. Im Moment ist es auf 6 Euro runtergesetzt. Sunbeige habe ich genommen. Ist vielleicht also ein bisschen dunkler eigentlich, als ich bin, aber man sieht einfach frischer aus, weil ich finde es oft immer so hässlich an mir selbst, wenn ich im Winter dann einfach mal so blass bin. Ansonsten war es das. So, jetzt dürft ihr schätzen, wie viel das gekostet hat. Das Puder, die Milch, die Feuchttücher, die 3 Packungen Pads, die 2 Cremes, die ganzen Tüten Knusperzeug und die Quetschis. Wie gesagt, ich hatte einen Gutschein von 28 Euro und gekostet hat es... Ich habe nicht mitgerechnet, ich habe das einfach nur alles so in meinen Korb reingeschmissen. Leute, es waren 27,92 Euro. Also ich habe jetzt noch 8 Cent gut auf meiner Gutscheinkarte, also auf einer davon. Und ja, von der kann ich mir nicht wirklich viel kaufen, aber ich würde sagen, das ist eine gute Ausbeute. Ich danke euch fürs Gucken. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich auch wahnsinnig über ein Abonnement freuen. Es war jetzt mal ein anderes Format. Wenn ihr mehr von solchen Formaten sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, dass ihr sowas nicht sehen wollt, dass euch das nicht interessiert. Dann werde ich euch um Gottes Willen damit auch nicht länger langweilen. Ich will natürlich meiner Community auch das zeigen, was ihr sehen wollt. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!